meistens so eine halbe Stunde Vorbereitungszeit, wo das Tier eigentlich schon schlafen muss, weil wir selber bereits steril sein müssen. Der Mensch hat das dritte Augenlid nicht, was das Tier hat. Und das stört uns auch ein bisschen. Das ist bei uns im Operationsfeld drin und stört dann. Und das wird da jetzt vorübergehend festgenäht. Hunde vor allem, die dann zwischen 14 und 16 sind und schlecht hören, also meistens dann auch taub sind. Und wenn sie dann taub und blind sind, ist das natürlich dann für das Tier schlimm. Und jetzt haben wir es dann gleich. Jetzt ist es schön. Genau. Ein anderer Grund ist Diabetes, also Zuckerkrankheit. Kommt es zur Zuckereinlagerung in der Linse. Jetzt gehe ich noch mal ein bisschen rein, ein bisschen absaugen. Das gelb-grüne Leuchten von hinten, das ist die Netzhaut, die man da sieht. Also der Unterschied ist eigentlich, dass wir da eine Vollnarkose brauchen, sogar eine Muskelrelaxationsnarkose. Bei Menschen macht man das nur mit Lokalanästhesie. Jetzt muss ich da den Faden noch ein bisschen kürzen. So, voilà. Im Prinzip sind wir da jetzt fertig mit dem rechten Auge. Die trübe Linse ist entfernt und die Schnitte sind wieder vernäht. So, jetzt kommt dann die zweite Seite dran.